Weiter und ihr seht, das ganze Ding ist jetzt am Tisch festgeschraubt, hat einwandfrei funktioniert, dennoch länger gedauert als gedacht, aber das sitzt jetzt bombenfest. Einmal sind die grünen Eckteile schon so am Tisch befestigt, ja, dass das Ganze im Endeffekt schon in einem festen Rahmen steht, und dann ist das ganze Rahmen von unten noch einmal durchgeschraubt. Von dem her, das Portal habe ich wieder drauf gesetzt. Ich habe auch einmal ganz grob rumgemessen. Wir sind überall gerade. Soweit passt es auch. Ich habe die Schrauben jetzt auch mal festgezogen, damit ich jetzt einfach mal auf dieser Basis hier weitermachen kann. Und jetzt habe ich vor, ich habe schon ein bisschen was hergerichtet, die Motoren und die Umlenkungen dann später für die Kette, Schleppkette. Nicht die Schleppkette, Schleppkette wäre ja da, wo die Kabel durchkommen, sondern für den Zahnriemenantrieb vorzubereiten. Und zwar einmal links, einmal rechts. Und hier machen wir im Endeffekt genau das Gleiche. Der kommt hier oben hin. Es ist immer im Endeffekt das Gleiche, deswegen machen wir das jetzt gleich in einem Rutsch. Links, rechts und auf dieser Seite.
Ich mache ihn nicht auf die, sondern auf die Seite, weil ich alle Kabel darüber legen will, denn auf dieser Seite wird meine Steuerung dann später stehen. Als Pläne habe ich wieder ein bisschen was rausgesucht. Das heißt einmal hier vom Portal so eine Gesamtübersicht mit allen Teilen. Dazu gehört dann dieses Blatt hier, wo das Portal mit den Teilen Nummern mit drauf ist, welche Schraube wohin gehört. Und einmal hier die Seite mit dem Motor für links, nee, für rechts. Habe ich jetzt das Falsche? Was ist links, was ist rechts? Unterscheidet sich das irgendwie? Da schaue ich nachher nochmal lieber nach, welche Variante wir hier nehmen, ob die unten oder oben rüber gehen. Ah, ich könnte da gerade nachgucken. Dann müsste ich das auch sehen, hoffe ich. So, hier laufen die oben drüber. Also ich brauche doch was für links. Wobei, das ist genau spiegelverkehrt. Wird so auch gehen. Wir fangen mal an. Was habe ich alles hier hergerichtet? Wir haben hier einmal unsere Stepper-Motoren. Diese Kameraden NEMA 23 sind es. Und dazu haben wir einmal hier die Pullis. Das sind, glaube ich, mit 30 müssten die sein. 30 Zähne, steht aber auch irgendwo hier drauf. Ihr seht es ja in der Teileliste. Dann haben wir zum Festschrauben von den Motoren verwenden wir Zylinderschrauben, DIN 912 M4x12. Und die Unterlegscheibe dazu ist DIN 125 4,3 mm. Ganz normal. So, das ist für die Motoren zum Anschrauben. Dann haben wir hier für diese Platte, um die hier anzuschrauben, verwenden wir Zylinderschraube DIN 912 M5x16 und die Unterlegscheibe DIN 125 5,3. Das sind mal diese Schrauben. Und jetzt kommt ja diese Umlenkrollen mit den Kugellagern. Das heißt, wir brauchen hier einmal die Zylinderschraube. Das ist DIN 912 M8x45. So ein Kamerad. Da kommt dann drauf eine Unterlegscheibe, DIN 125 8,4, also eine Unterlegscheibe. Dann kommt drauf ein Flachschlager, das sind die mit dem Rand. Dann kommt drauf, baue ich die richtig rum ein, die Dinger nach innen, oder? Oder die Mutter nach innen? Ich glaube schon so. Würde ja auch sonst keinen Sinn machen. Das wäre ja sonst katastrophal zum Zusammenbauen. Dann kommt ein Kugellager, wieder ein Flanschlager und nochmal eine Unterlegscheibe. Das Ganze sieht dann so aus. Also Unterlegscheibe, Flanschlager, Kugellager, Flanschlager, Unterlegscheibe. Und das Ganze kommt dann hier auf dieser Seite hineingeschraubt. Es gibt ja kein mach dies, mach jenes zuerst oder danach oder wie auch immer. Dadurch kommen dann natürlich jetzt beim Bauen so Sachen raus wie, ja, das hättest du mal vielleicht machen können, als das Ding so am Tisch lag und nicht, als es schon hier auf der Schiene war. Wäre vielleicht einfacher. Also, das hier einfach reindrehen. Und jetzt haben wir noch dazu die Sicherungsmutter DIN 985 M8. Das sind die mit dem Gummiring. Und die wird hier einfach von außen gegengeschraubt, damit das nicht mehr weg kann. Hier, die halte ich bloß fest. Eigentlich kann die eh nirgendwo mehr hin. Das wird hier schon festgezogen. Und dann schrauben wir das hier mit der Sicherungsmutter einmal gegen. Einmal gekontert. Passt. Durch die Unterlegscheiben laufen die Kugellager wunderbar. Und so machen wir das jetzt hier einmal durch. Hier. Und auch auf dieser Platte.
Wie ihr seht, sind die Kugellager jetzt alle dran. An dieser Schiene hier auch. Die kommt ja, wie gesagt, so hierher. Und ja, wie ihr auch gesehen habt, das Ding läuft so leicht hin und her, dass es mir hinten dauernd von der Schiene runterdeckert. Deswegen, ich schaue jetzt mal schnell, welche Halteplatte da hinkommt, um das mal zu verhindern, dass der mir nicht außen oder nach hinten irgendwo mal komplett ausfitscht. Also er kann nicht hinten runter, weil ja diese Platte hier da ist, aber die hinteren Kugellager hängen dann frei. Und ich kenne es vom 3D-Druck her, wenn man da beim Wiedereinfädeln nicht aufpasst, kann es sein, dass man die Kugeln raussprengt. Deswegen, das möchte ich nicht und werde jetzt mal gucken schnell, welchen Stopper ich da hinten hinmachen kann. Gut, ich habe mal schnell geguckt. Das einzige hohe Bauteil ist der doppelte Sensorhalter. Den habe ich jetzt hier hinten mal hingeschraubt. Ihr seht, dann hält es zumindest und scheppert mir jetzt mal nicht mehr beim Aufbau da hinten raus. Natürlich brauche ich das nachher, denn ich habe die Nutensteine und andere Schrauben noch verwendet und so gehört es ja nicht hin. Deswegen kann das nicht ewig so bleiben, aber fürs Erste bin ich zumindest mal beruhigt, dass mir das Portal nicht abhaut. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben und was wir noch machen müssen. Genau, wir müssen die Motoren noch hinschrauben. So, das heißt, der kommt jetzt nachher hier hin. Schauen wir mal. Der ist so. Bin mir nicht sicher, ich möchte den Kabel eigentlich hier nach oben haben. Und jetzt kommen hier die M5x16 Inbus. Sollen wir die anderen gleich mal wieder weg? So. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch mal irgendwo brauchen. Und ob das jetzt ist das Reserve? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, wobei der Plan ursprünglich ja zwei Motoren vorsieht. Allerdings habe ich ja die starken NEMA 23. Starken. Stark ist immer relativ, aber ich habe die NEMA 23 genommen und nicht die NEMA 17. Deswegen soll scheinbar auch eins reichen. Moment, ich brauche noch eine Unterlegscheibe. Moment. Ne, die waren ja für hier zum Hinschrauben. Zum Motor festschrauben. M4x12. Und die Unterlegscheibe DIN 125 4,3. Jetzt sind wir richtig. Damit wir hier nichts Falsches machen oder Falsches erzählen. Diese Platten sind übrigens identisch, da sind ja zwei mit dabei in dem Teileset. Das spielt also keine Rolle, ob ich diese nehme oder die anderen. Die Bohrungen sind auch gleich. Ich muss nur aufpassen, dass wenn ich es links oder rechts mache, ob ich diese Teile oben oder unten eben anbringe. Ich hoffe, dieses Mal war es richtig. Was mir noch aufgefallen ist, in der Anleitung ist es übrigens so, dass diese Schraube hier, wo die Kugellager aufgezogen werden, eigentlich komplett von außen durchgeschraubt wird, da ist ja ein Gewinde drin, dann würde jetzt hier nur noch eine Schraube rausstehen, dann wird alles drauf gesteckt und dann die Mutter aufgeschraubt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied von der Konstruktion her macht, ich habe es ja jetzt so festgeschraubt, oder ob das einfach nur auch natürlich ästhetische Gründe hat, dass außen die Inbusschraube zu sehen ist und nicht die Mutter. Bei mich stört es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn mich sowas stören würde, dann hätte ich glaube ich andere Probleme. Von dem her. Also ich schraube jetzt einmal die Motoren hier ringsrum fest. Wer die anderen Videos von der Volksfräse schon gesehen hat, also nicht meine, sondern die vom Onkel Phil, der weiß hier einmal über Kreuz anziehen und erst danach ringsrum einmal festdrehen. Und das ist Alu. Das heißt, nach fest kommt ab. Das ist einfach hier so. Aber man kann es schon festziehen. Genau, das ist der Motor. Und jetzt mache ich gleich den Pulli drauf. Und der Pulli hat zwei Löcher für die Madenschraube. Also der kriegt zwei Madenschrauben. Und auch hier, ich wiederhole das jetzt einfach nur. Wenn ihr die anderen Videos
gesehen habt, dann wisst ihr das genau. Heißt, wir ziehen zuerst den fest, der auf das flache Ende der Welle trifft. Also hier. Das ist natürlich clever. Ihr müsst den Pulli vor dem Motor befestigen, sonst kommt ihr durch die Aluplatte nicht mehr an die Madenschraube von dem Pulli. Also, ich baue nochmal aus und schraube dann den Pulli fest und mache da gleich die anderen zwei auch nochmal hin. Also jetzt noch mal ganz kurz, Motor ist raus, der hat auf der Welle eine flache Seite und war der jetzt ganz drin? Das glaube ich nicht. Doch, der war ganz drin. Ihr könnt den fast, also ganz auf Anschlag schieben und ein bisschen Luft kann er zum Gehäuse natürlich haben, aber nicht so viel. Dann läuft das Ding auch gerade. Also die erste Wadenschraube auf die flache Seite, wo die Motorwelle abgeflacht ist, einmal anziehen und den anderen dann auf der anderen Seite einfach irgendwo. Er trifft ja dann auf die runde Seite, der wird dann nur nochmal festgezogen. Das machen wir jetzt bei allen drei Motoren, also bei den anderen zwei auch noch. Und dann, wie gesagt, schraube ich die Motoren überall mal an. Schauen wir den hier noch kurz hin, den Kameraden. Da brauchen wir jetzt hier 11 und 7, das ist Imbusschraube. Also das sind die M5 x 16 Imbus und dazu die Unterlegscheiben 725 5,3. Brauchen wir 4 Stück. Das war's auch schon. Ging relativ gut, ging wunderbar. Bis auf den Ausrutscher mit den Pullis, aber ansonsten bin ich da absolut happy. Ich schaue mir jetzt an, welchen Schritt als nächstes kommt. Vermutlich hier das Gestänge.
Beziehungsweise es kommen ja jetzt auch schon die ersten Druckteile und natürlich auch die Riemen jetzt hier irgendwo hin. Ich muss gucken, wie weit ich mit den Druckteilen bin. Zwei, drei Sachen fehlen hier auf jeden Fall noch. Und mir fehlen nach wie vor diese Einbrenngewinde für die Druckteile. Die fehlen leider immer noch. Das heißt, diese Teile kann ich einfach noch nicht hinbauen. Und auf die muss ich nach wie vor warten. Aber wie gesagt, ansonsten schaue ich natürlich, dass es mit dem weitergeht, was wir schon mal hier rumliegen haben. Also gut, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Teil. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Bis dann!